Guten Tag. Guten Tag. Was ist Ihre Hauptaufgabe da hier? Also, hier sind wir beim Grenzveterinärdienst. Wir sind alle Tierärzte. Es gibt drei Kategorien, die wir hier kontrollieren. Das sind die lebenden Tiere, dann die Lebensmittel tierischer Herkunft und das, was man tierische Produkte nennt, also der ganze Rest. Trophäen, Feriensouvenirs, Armbänder, Lederuhren für die Tourenindustrie. Hier zum Beispiel ein Päckchen, das wir im Koffer von einem Reisenden gefunden haben. Der Zoll ist die erste Kontrollstation, die so etwas findet. Und sie geben es nachher an uns weiter. Wir untersuchen und prüfen, ob es wirklich Elfenbein ist oder nicht. Das ist ein Cowboy-Stiefel aus Alligator. Hier haben wir ein Feriensouvenir. Recht originell. Aus Köpfen von Menschenaffen. Die Einfuhr ist natürlich verboten. Wir haben es konfiszieren. Was ist da jetzt genau passiert? Also, hier haben wir einen typischen Fall von einem Reisenden, der geschützte Wartebiete hatte. Die Grenzwächter haben verlangt, dass er Taschen und Koffer auftut. Das ist eine Tasche aus Bytonleder. Das sind Papier für einen Versand. Es ist ein Warenmuster aus Vietnam. Für einen Importeur aus der Schweiz. Es ist eine Probe von einem Tintenfisch. Besonders nett haben wir die lebenden Alpaka gefunden. Direkt aus Chile und Peru, die während ein paar Jahren eingeführt wurden. Sie sind in einer Art zweistöckigen Pferch angekommen. Hier haben wir sie bei Fracht ausgeladen. Das Flugzeug war für um 2 Uhr am Nachmittag angesagt. Aber es hat Verspätung gegeben. Zuerst hat es geheissen um 4 Uhr, nachher um 6 Uhr, schliesslich ist es 8 Uhr geworden. Wir haben die noch alle ausgeladen. Es waren ja etwa 800 Stück gewesen. Wir haben bis um 2 Uhr am Morgen gearbeitet. Das ist eine gegenständliche Kontrolle. Hier wird die Ware effektiv überprüft, ob sie deklariert ist. Das hier ist tatsächlich Tintenfisch und er ist wirklich tief gefroren. Seit ich 12 bin, wollte ich Tierärztin werden. Wie alle Kinder in diesem Alter, die Tiere gerne haben. Ja, ich bin von dieser Idee ausgegangen. Und ich bin seither nicht mehr davon abgekommen. Merci vielmals.